Rückkehr ins Rampenlicht. Auch wenn sich die Journalisten im Berliner Haus der Bundespressekonferenz nur in einen Nebenraum quetschen dürfen. Jahrzehnte verfolge ich Sie. Ja, ich Sie. Ich muss mich jetzt einsetzen, oder? Was soll ich machen? Erstmal zum Plakat. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Chef des BDI, stellt sich der Presse offiziell als neues Mitglied der Alternative für Deutschland vor und genießt das sichtlich. Parteichef Bernd Lucke, an sich umjubeltes Aushängeschild, kommt etwas später. Soll ich gerade Herrn Henkel seine Mitgliedskarte übergeben? Das sieht doch was Schönes aus. Henkels bisherige politischen Ambitionen, zuletzt bei FDP und Freien Wählern, waren gescheitert. Nach mehreren Besuchen bei Parteiversammlungen der Alternative für Deutschland heißt es nun, letzte Ausfahrt AfD. Dabei ist mir zu meiner eigenen Überraschung aufgefallen, dass die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer offensichtlich aus der Mitte der Gesellschaft kam. Und natürlich war es mir nicht möglich, hier eine wissenschaftliche Untersuchung anzustellen, aber mein subjektiver Eindruck von den Mitgliedern und Sympathisanten, die auf diesen Veranstaltungen waren, war eindeutig, dass sich das Bildungsniveau der Teilnehmer an diesen Veranstaltungen weit, meilenweit über dem Durchschnitt der Bevölkerung befand. Gefühlte Hochintelligenz vereint in der Erkenntnis, der Euro muss weg, jedenfalls in seiner jetzigen Form. Auch wenn das immer noch viele nicht einsehen wollen. Um es klar zu sagen, ich glaube nicht, dass die deutsche Gesellschaft im Augenblick die Reife hat, wo es tatsächlich möglich wäre, dass es sehr viele dieser Personen oder weitere dieser Personen gibt, die sich offen zu Alternative für Deutschland im Augenblick bekennen. Die AfD, zuletzt wegen innerer Querelen und Verbalausfällen einzelner Mitglieder im Gespräch, will bei der Europawahl im Mai das Ergebnis der Bundestagswahl toppen, mit Henkel als Frontkämpfer. Genau solche Persönlichkeiten brauchen wir in der deutschen Politik, brauchen wir auch in der europäischen Politik. Insofern ist Herr Henkel eine klare Bereicherung und gleichzeitig auch ein Kontrastprogramm zu dem Personal, was andere Parteien aufzubieten haben. Eins hat sich Henkel schnell zu eigen gemacht. Die Selbstinszenierung der AfD als Underdog, der vom politischen Mainstream und Medien wegen seiner Unbequemlichkeit diskreditiert werden soll. Wenn Sie in einer Sackgasse sich befinden, dann muss man zurück. Also insofern kann ich mit dem Begriff rückwärts durchaus leben. Zu erkennen, ob man sich in einer Sackgasse befindet oder nicht, hängt allerdings auch davon ab, ob man freie Sicht nach vorne hat.